Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Wir schauen uns heute die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um davon nichts zu verpassen, abonnieren Sie dieses Kanal jetzt kostenlos. Los geht's! Karriere. Ihr Standpunkt wird von jemandem getestet, der sehr viel Macht hinter seinen Worten hat. Nur weil diese Person versucht, Aufmerksamkeit zu erregen, heißt das nicht, dass sie genau weiß, wovon sie spricht. Seien Sie stark und schwanken Sie nicht. Gesundheit. Die Befriedigung Ihrer natürlichen Triebe ist genau das, was der Arzt diese Woche verordnet hat. Das stimmt, Sie sind dafür verantwortlich. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie wirklich wollen und geben Sie es sich dann. Ob es nun ein Spaziergang am Strand ist, um über persönliche Dinge nachzudenken, oder ein offenes Gespräch mit Ihrem Chef, es gibt bestimmte Dinge, die nur Sie sich selbst geben können. Manchmal verfallen Sie in die Gewohnheit zu denken, dass das, was Sie sich am meisten wünschen, etwas oder ein Gefühl ist, das nur andere Ihnen geben können. Wachen Sie aus diesem Koma auf und fangen Sie an, sich selbst zu nähren. Liebe. Die heutige Himmelskonfiguration könnte Sie dazu ermutigen, noch undurchsichtiger zu sein als sonst. Es ist nicht so, dass Sie absichtlich so rätselhaft sind oder die Wahrheit vor Ihren Liebsten verbergen wollen, sondern eher so, dass Sie gerne mit einer Vielzahl von Möglichkeiten gleichzeitig spielen. Wenn Sie sagen, was Sie meinen, oder wenn Sie meinen, was Sie sagen, schränkt das Ihre Möglichkeiten drastisch ein. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Lernen Sie, sich von den Worten anderer nicht beeindrucken zu lassen. Die meisten Menschen regen sich sehr auf, wenn sie von anderen negativ beschimpft werden, aber es gibt einen einfachen Trick, dies zu überwinden. Wenn ich zu Ihnen käme und Sie einen Feuerhydranten nennen würde, wären Sie dann verärgert? Nein, natürlich nicht. Natürlich sind Sie kein Hydrant, Sie sind ein Mensch. Dasselbe Konzept gilt, wenn jemand Sie als etwas bezeichnet, von dem Sie wissen, dass Sie es nicht sind. Derjenige ist dumm, wenn er so etwas sagt, warum sollten Sie also mit einer solchen Wut reagieren? Die einzige Ausnahme ist, wenn jemand Sie etwas nennt, das wahr ist. In diesem Fall sollten Sie demjenigen dafür danken, dass er Sie auf eine Schwäche aufmerksam gemacht hat, an der Sie nun arbeiten können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Bis bald.